Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Wir sind hier nach wie vor an der Stelle stehen geblieben, wo ich ja einen schlechten Witz gebracht habe und das natürlich nicht so gut rüberkam. Ich mach mal wieder Tag, weil ich habe einiges vor. Ich will unter anderem mal hier hin, weil wir haben ja hier den Schlüssel hängen und wir haben ja was Schlüsselähnliches. Ich habe das Uhrenteil über den Schlüssel gehängt. Ist fast nicht zu erkennen. Die perfekte Illusion. Naja. Aber Türen kann man mit dem Ding natürlich nicht abschließen. Okay, das heißt, wir können bei Nacht hier wieder rein. Okay, wir haben hier noch einen Meißel. Das hat doch mal geklappt. Sie hat das Uhrenteil statt des Schlüssels benutzt, ohne es zu merken. Die Tür ist jetzt offen. Jetzt könnte ich sogar durch die Hintertür ins Café kommen, wenn keiner hinguckt. Ich glaube, die ist auch viel zu sehr im Gedanken, ne? Wir machen es mal Nacht. Weil eigentlich sind jetzt schon 2 Tage rum, wenn man vom Spielzeit ausgeht. Wenn ich jetzt Tag nach mache. Also er müsste schon lange wieder in die Schule. So, dann will ich mal schnell nach hinten. Und dann hier rein. Hahaha. Huch. Oh. Hallo, du. Du bist wohl auch gerne nachts unterwegs. Ich liebe die Stille von Orten wie diesen bei Nacht. Dann kann man das Wispern von verborgenen Geschichten hören, die sich hier und dort verstecken. Ich habe eine besondere Geschichte für dich. Es geht um Mäuse und Eichhörnchen und den Wald. Möchtest du sie hören? Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Wir hören uns die noch an. Keine Sorge, Leute. Und Enten. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Das Uhrenteil über ist die... Naja. Okay. Wir brauchen ja noch Milch und wir brauchen Beeren. Milch habe ich so eine Vermutung. Aber bei den Beeren bin ich mir nicht so sicher. Hier. So, und falls das nicht ausreicht. Jetzt habe ich Milch. 2-mal Milch. 2-mal gut. Die Kürbisse. Ich wollte eigentlich nur hier hoch. Und dann hier hoch. Und dann hier durch. Die Tür ist verschlossen. Oh. Da hängt ein. Hier ist ja kein durchgekommen, okay. Das ist natürlich schade, dann gehe ich halt so nach vorne. So Leute, natürlich klar, man merkt, dass ich relativ schnell hier durch die Bildschirme flitze. Und dadurch auch jetzt gerne ab und an mal einen Fehler mache. Oh, warte mal. Oh, was geht denn hier vor? Mir stehen die Körper zu, denn ich habe ihn entdeckt, aus dem Gefängnis seiner Existenz befreit und für uns urbar gemacht. Mir steht der Besitz zu, denn ich habe die 4 Metalle ins
seine Hände gelegt. Wenn seine Vergeltung beginnt, beginnt unser Werk. Mir steht das Land zu, denn ich habe ihn wissen lassen, in welcher Reihenfolge er sich in den Stamm treiben muss. Wenn sie ihre Wirkung tun, tun wir unser Werk. Mir gehören die Seelen. Von mir weiß er, wie viele Schläge er machen muss. Hat er sie gemacht, machen wir uns ans Werk. Okay, hört sich nicht gut an. Okay, das ist creepy, Leute. Mal abgesehen davon, dass es wieder mal ein bisschen geruckelt hat, der Sound. Aber immerhin nicht so schlimm wie an den Anfängen. Ihr erinnert euch noch an die ersten Parts, wo es extrem angefangen hat zu ruckeln. Hey. Ich würde gerne... Tüten. Das meinte der alte Westen. Magier also, als er sagte, das wäre eine besondere Karte. Man kann die ganzen Sternbilder erkennen. Und die vier Portalbäume von Mauswald, von denen der Marquis und der Magier sprachen. Der Ostbaum scheint der große Baum mitten in Mauswald zu sein. Der alte Pfadbaum, über den wir nach Mauswald gekommen sind, ist dann der Südbaum. Links jenseits des Feldpfades liegt der Westbaum. Und rechts vom Feldpfad, etwas weiter entfernt, steht der Nordbaum. Genau, das sind dann die vier Bäume, hinter deren Portalen ich die vier Zauber lernen soll. Die sind gar nicht so weit weg. Aber ob ich die auch finde, wenn ich genau drunter stehe? Na, mal sehen. Tja, und wir Nahrungsschatz freigeschaltet. Sternkundler. So. Wie seltsam. Da gaukeln grüne Lichter durch die Nacht. Vielleicht läuft da jemand mit einer Laterne spazieren. So. Grüne geisterhafte Glühende und über den nächtlichen Feldern. Man sagt, so sieht nur Feuer aus. Fuchsfeuer aus, Entschuldigung. Okay. Das ist also semi-relevant. Wir gehen mal weiter. Nein. Okay. Ich kann ja erstmal ganz kurz... So. Oh, und wir haben sogar bereite alles für das große Fest vor. Die haben wir natürlich auch schon. Na, aber hier, erkunde den Nachthimmel. Sternforscher. Oh, da fehlen uns nur noch ein paar, dann haben wir alle. Ah. Und am Ende habe ich wieder keine. Weil am Ende des Lebens ist man zu Ende. Vor Ende, keine Ahnung. Hallo, du. Wusstest du, dass der Mond für Ebbe und Flut verantwortlich ist? Mein alter Freund der Mond hat aber nichts mit dieser Überflutung hier zu tun. Und auch nicht mit den wilden Krähen, die diese Gegend am Tage heimsuchen. Siehst du die Lichter jenseits des Flusses? Dort liegt der Anfang der traurigen Geschichte für die Tiere von Mauswald. Ich hoffe, dass sie ein gutes Ende hat. Können wir nicht etwas tun, um zu helfen? Ich fürchte, das liegt nicht in unseren Händen. Aber warte, lass mich dir eine schöne Geschichte erzählen. Aus den Zeiten vor der Überflutung. In ihr besucht der alte Magier von Mauswald das Postamt am Fluss, lange bevor dieser über die Ufer trat. Möchtest du sie hören? Ja, okay. Das fehlt dir meine Geschichte? Splitt, verlobt? Aber er will uns immer eine Geschichte erzählen. Enden. Quasi. Gibt es auch etwas, das
Aber wir werden die Geschichten uns ein anderes Mal anhören. Das Gebob, das sieht gut. Hoppla. Du solltest dich nicht zu weit an den Fluss wagen. Hast du es etwa noch nicht gehört? Es gab ihn... Natürlich, ich war sogar dabei. Ja, ja, das behaupten sie alle. Da sind wir Stadtwachen ganz anders. Wegen dem neuesten Angriff bin ich hier als Krähenspäher. Und all das, damit Wichtigtuer wie du gut schlafen können. Oh, danke. Keine Ursache. So. Schon, falls ich was gelappt habe. Hm, nein. Hä? Oh. Ah doch, okay. Wenn wir eine Pfanne hätten, könnten wir aus deinem schönen Käse ein leckeres Fondue machen. Nicht, dass ich irgendwas brauche. Ich komme gut alleine klar. Das muss nicht... Silberfolien. Wenn man das so faltet und dann... Tada! Ein Topf. Oh, kochst du was? Was denn? Mal sehen. Nicht, dass ich irgendwas brauche. Ich komme gut alleine klar. Bist du da sicher? Gut gewürzt. Okay, kommt sofort. Oh, oh, wie wunderbar das duftet. Ein gut gepfeffertes Käsefondue. Davon kann man sich bestimmt eine Woche lang satt essen. Kann ich dann vielleicht ein paar von den roten Beeren haben? Beeren? Wer braucht die schon? Nimm so viele du willst. Okay. Wenn die so gut riechen, wie sie schmecken... Ich habe jetzt bald genug Beeren für 4 Spiele gesammelt. Hä? Ich glaube, ich habe jetzt bald genug Beeren für 4 Spiele gesammelt. Falls jemand das kapiert, was das heißen soll, bitte eine kurze Info. Schokolade, Beeren, Milch. Fehlende Zutaten für den Kuchen für Familie Hase. Eine Handvoll süßer roter Beeren, yep. Schokolade, yep. Etwas Milch, yep. Und Rübensirup. Nope. Wo kriegen wir den Rübensirup her? Wo kriegen wir den her? Rübensirup, Rüben. Da hinten über den Feldern tanzen ganz seltsame Geräusche. Grüne Flammen, obwohl sie nicht da sind. Ah ja, okay. Im Gedenken an das andere Platz. Entschuldigung, ich wollte da lang gehen. Ich bin da wieder auf die Statue gekommen. Wir brauchen Rüben. Rüben. Ah, warte mal. Können wir nicht vielleicht... Ich meine nur rein theoretisch. Praktisch ist das natürlich ganz dumm, aber... Naja, komm. Hä? Ich kann mein... Ich wollte Kaffee. Achso. Alles klar. Können wir vielleicht dann jetzt mal kurz... Kaffee? Einmal heißer... Schade, dass ich keinen Kaffee mache. So, dann kommt dazu noch ein paar. Dann können wir nämlich nach vorne und den Wachposten auf der Mauer das vielleicht geben. Das wäre doch, glaube ich, die Idee. Gebrüht.
Da hat wohl jemand ein Problem mit Kaffee. Er ist eingeschlafen. Diese Baldrian-Tropfen sind echt stark. Langsam bekomme ich aber ein schlechtes Gewissen. Na, wer weiß. Wahrscheinlich tut ihm eine Mütze voll Schlaf ganz gut. Die schießen hier mit Erbsen auf Krähen. Immerhin netter als mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Aber auch Erbsen feuere ich lieber nicht wild durch die Gegend. Für Mäuse und Eichhörnchen können die bestimmt auch schon ganz schön gefährlich werden. Er soll doch nur... Jetzt zielt die Kanone in die Baumkrone über der Stadt. Okay, dann schieße ich halt mit was anderem. Was hätte ich denn? Hagebutten sind cool. Jetzt zielt die Kanone. Ja, aber wie feuere ich die Kanone ab? Entschuldigung, aber Leute, das ist nicht gerade fair, wenn die... Das bringt nichts. Huch? Niemand darf. Sogar im Halbschlaf ist er dem Dienst treu. Was für eine tapfere Mann. Besonders nicht. Hä? Leg die Streichhölzer. Gib sie mir nicht. Na, wer weiß. Wahrscheinlich tut ihm eine Mütze voll Schlaf ganz... Okay, also er ist immer noch ziemlich, verschlafen. Aber wie kriegen wir jetzt die Kanone? Ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Jetzt zielt die Kanone. Keine Ahnung, Leute. Also auf jeden Fall der hier noch. Ich glaube, für eine richtige Unterhaltung muss ich da irgendwie hochkommen. Okay, Leute, also das ist gerade ein bisschen komplex. Ich muss... Weiß nicht, ob die eine Witze auf dem Lager hat. Ich würde mich lieber mit Witz Freunden unterhalten. Der ist natürlich gut. Vielleicht hier? Ich sollte mich lieber mit... Sieht aus, der Sohn. Okay. Ah, das ist ein bisschen schwierig jetzt, Leute. Ich mache jetzt das, was ich eigentlich nicht machen wollte. Ah, ich glaube, ich hätte auch einfach andersrum gehen können und wäre schneller da gewesen. Aber egal. Ich steige mal kurz ins Rathaus ein und gucke, ob der Konrad was zu sagen hat. Hallo? Herr Konrad Uhu? Nein. Dein karamellfarbenes Fell. Wie ein Sahnebonbon. Ich glaube, der schläft. Okay, der schläft. Das ist natürlich komfortabel. Ich gehe. Ziemlich langweiliger Papier. Alt? Aber langweilig. Ziemlich langweiliger Papier. Alt? Wie gemacht für einen Pelikan. Einen tödlichen Kampfpelikan. Sir Schnabelhead. Diese Rüstung könnte für einen Spatzen gemacht sein. Oder eine Maus mit einer Eiswaffel im Gesicht. Eine Sommerrüstung sozusagen. Ja, ich weiß, ich nerv euch damit, wenn ich das immer mache, aber... Meist bleibt mir nichts anderes übrig. Steppenwiesel von Herrn
Hermelin Hesse kommt mir irgendwie bekannt vor. Nein, doch nicht. Ich gehe mal wieder aufs Dach. Sieht irgendwie verdächtig aus. Das würde ich mir ja gern mal von nahem anschauen. Schöner Ausblick. Von hier aus kann man das Café und die Stadtmauer sehen. Und eine von den Kanonen der Mauswache. Ich bin gerade leicht überfragt. Aber sollen wir vielleicht irgendwas von unseren Sachen mal wieder in der Kanone reinpacken? Naja. Ich werde das noch herausfinden. Kann ich? Geschlossen. Ich gehe. Ja, geh einfach wieder durchs Fenster. Sowieso ein seltsamer Aufbau. Oh, schon wieder auf die Tür geklickt, statt auf die nach oben führende Wege. Stock? Ein Stock bringt hier nichts. Nein. Ich bin besser vorsichtig. Okay. Vielleicht. Die machen bestimmt nur Flecken und. Was denn, wenn ich vielleicht. Das braucht keine. Eine ganze Stadt passt unter. Wer sich da. Ich frag mich nicht beim. Ich fühle mich leicht veralbert. Ach, da ist auch noch eine Statue, ne? Drüben in der Ferne gibt es seltsame Dinge. Ach, das ist immer... Und ich sehe nichts. Alles ist gut. Da hinten in der Ferne passieren seltsame Dinge, weil da ist das Feld jetzt hier so ungefähr oder so. Interessant. Guck mal auf den Fisch. Die Schuppen. Na gut, hier haben wir auch noch eine Statue. Ferne. Achso, okay, das ist... Die beiden sind kombiniert. Die beiden sind kombiniert als eine Statue. Könntest du dich mal herumdrehen? Ich höre immer Stimmen aus der Stadt. Ich würde zu gern wissen, wie es dort aussieht. Okay. Diese Eulenstatue sieht unheimlich weise aus. Die haben hier am Bach bestimmt schon allerhand vorbeischwimmen und treiben und gluckern sehen. Da hängt eine Nachricht. Wen auch, liebe. Ja, okay. Alles klar, ich habe ihn von da hinten aus eingepackt. Ist richtig. Ich glaube, der gehört Ihnen, oder? Oh, du hast ihn gefunden. Unser süßer kleiner Sonnenschein ist wieder da. Junior, freust du dich? Diese Karte habe ich gefunden. Ja, also. Seltsam, oder? Ich schenke es dir. Die ist so gruselig, die kauft eh keiner. Okay, ich kann hier zwar klicken, aber es passiert nichts.
Ich wollte mal sagen, wir machen dann hier an der Stelle mal Schluss. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz nach der Kanone, ob ich da jetzt irgendwie... Die schießen hier mit... Aber abführen. Okay, also es funktioniert einfach nicht. Na gut, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche. Habt einen schönen Tag, wie auch immer ihr die Woche verbringen wollt. Und ich würde sagen, ich bin raus, euer Schatz. Haut rein, tschüss, auf Wiedersehen und ciao.